Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir bei Starbound, die Beta-Version, obwohl ich eigentlich noch denke, dass es eine Alpha ist. Hier spricht euer Psi. Vor lauter Blödsinn renne ich jetzt mal hier hin und her und mache mal hier Breakdance. Nee, ich habe vor uns eine Probeaufnahme gemacht, zumindest bis hierher. Und wollte eigentlich mich hier in das Cockpit setzen und gucken, wie das funktioniert alles hier. Und da ist mir das Spiel abgekackt. Und dann habe ich hier drauf gedrückt, was ja unser, wie so eine Chest ist, also wie so eine Kiste, wo wir halt unser Zeug reindingsen können. Und hier haben wir auch noch einen Computer und dort haben wir noch einen Computer und dort haben wir das Cockpit. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, hä, wie kommst du denn hier runter? Du hast nie sowas wie Importer. Dann habe ich gedacht, okay, hier hast du ja so ein komisches Zeichen. Da kannst du doch hier so pum und pum und pum. Da sind wir. Und man kann hier genauso wie bei Minecraft Zeug abbauen. Ich weiß zwar nicht, was das Zeug ist und was es bringt, aber das wird uns ja bestimmt noch zeigen, wie was funktioniert. Komm! Schau dich! Schau dich! Jawohl! Und wir bekommen Geld für jedes geschlachtete Viech. Aua! Du Hund! Dann können wir hier auch Zeug abbauen. Vielleicht geht das, wenn ich hier die Erde wegklopfe, schneller. Mal gucken. Nee. Sieht nicht so aus, als würde es da schneller gehen. Hier ist es so, dass man am Anfang wie ein Gerät hat zum Abbauen. Man kann sich natürlich dann später auch noch eine Spitzhacke craften und so weiter und so fort. Und dann gibt es hier halt genauso wie bei Minecraft verschiedene Crafting-Varianten, Methoden. Und da schaukelt auch der Baum, der Augenbaum auf der rechten Seite hin und her und wiegt sich in Sicherheit. Mal gucken, wie lange. Weil wir den ja fällen müssen. Wir brauchen ja das Crafting-Table. So. Hier haben wir nochmal einen Augenbaum. Der Augenbaum. Den werden wir jetzt mal fällen. Es ist... Dieses Starbound ist eine Mischung, würde ich sagen, zwischen Minecraft, Terraria und... Mal gucken, was noch alles für RPG-Varianten dazu kommen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Flup, 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 flup. Haben wir alles eingesammelt. Mal gucken, was noch alles für RPG-Varianten noch mit dazu kommen, weil ich denke nicht, dass das schon alles gewesen sein wird. Wir werden uns natürlich auch später noch ein Häuschen bauen und man kann dann laut dem, was ich gelesen habe, auch noch andere Planeten besuchen, aber vorher muss man halt Treibstoff finden, weil Raumschiff, wir sind sozusagen Gestrandete. Da können wir später dann halt auch noch zu anderen Welten reisen. Derzeit ist es bisschen sehr blöd, mit Freunden zu joinen. Finde ich zumindest. Dass das relativ blöd ist. Da, du bist feindlich. Geh weg. Geh weg. Ja. Aui. Geh weg. Ich hab Angst. Und es gibt hier halt haufenweise Viecher. Wie auch bei Minecraft, obwohl ich die hier eigentlich relativ süß finde.
Die sind einfach nur knuffig gemacht. Du hast knuffig gesagt. Ja, hab ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein wundersüßes Spiel. Die Entwickler haben dort definitiv sich ein bisschen was dabei gedacht, das so süß darzustellen. Also ich finde die Monster oder die Lebewesen, die hier leben, alles andere als gruselig. Ich baue jetzt mal hier Kohle ab, obwohl das relativ lange dauert. Oder denke ich zumindest. Ja, Kohle. Oh. Es ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und entschuldigt. Ich bin etwas erkältet. So. Dann bauen wir jetzt hier Kohle ab. Das dauert alles seine Zeit. Holz dürften wir eigentlich genug haben. Das werden wir auch gleich mal hier umsetzen. Wir werden hier... War das hier? Ja, es war hier. Ja. Für das brauchen wir Woodplanks. Zack. Und dann könnten wir hier uns die Woodplanks craften. 15, 18, 21. Wir brauchten hier 30 dafür. Und Crafting. Zack. Und jetzt dürften wir das in unserem Inventar haben. Das ist hier. Ist Inventar. Und da plauzen wir uns das Fumm hin. Dadurch müssten wir jetzt eigentlich neue Varianten haben, was wir uns denn bauen könnten. Zum Beispiel ein Feuer und Bandagen. Bandagen werde ich jetzt gleich mal so viele machen wie möglich. Weil mit Bandagen kann man sich heilen. Dann bauen wir uns jetzt gleich mal einen Bogen. Flüpp. Den wir aber auf die 4 legen und nicht auf die 5. Rausschmeißen möchte ich das aber nicht. Sondern hierher. Die Bandagen möchte ich nämlich gerne auf der 5 haben. Zum Heilen. Heilen, heilen. So. Zack. Es wird langsam auch schon dunkel. Das finde ich jetzt nicht nett. Weil wir brauchen unser Feuer. Dafür, dass wir nämlich, was ich schon sagen wollte, dass wir nicht erfrieren. Hier haben wir zum Beispiel jetzt die Spitzhacke. Dazu brauchen wir Steine und Woodplanks. Wir haben bloß noch 7 Woodplanks. Da könnten wir eigentlich auch gleich mal... Tun wir einfach mal alles versammeln. Wir versammeln jetzt alles. Ich weiß nie, wie groß die Stacks hier sind. Aber wir versammeln gleich mal alles. Dann schmeißen wir uns, ich denke mal, genau, I ist Inventar. Und das weg. Nein, nein, nein. Komm, geh mal zur Seite hier. Das plaut sich hier unten hin. So. Flüpp. Und dann können wir zumindest nicht erfrieren. Ihr werdet dann auch später. Ich drücke jetzt einfach mal die 5. Blüpp. Da können wir uns jetzt heilen. Mit der 4 Pfeile gibt es unendlich. Daran haben die Entwickler gedacht. Das ist schön. Mit Mausrad können wir halt die Waffen wechseln. Je nachdem, wie wir gerade Bock und Langeweile haben. Ich werde mir jetzt hier einfach mal eine Dreckhütte bauen. Oder eine Dreckbehausung. Aber, ach, das kann, stimmt, das hätte ich noch sagen können. Man kann Einzelblöcke bauen, man kann Doppelblöcke bauen. Und...
Man muss nicht solche fetten Klöpse hier hinsetzen. Flip. So, das mit den Einzelblöcken. Das war, wie war das? Das könnte man nämlich irgendwie umschalten. Nein, jetzt habe ich es rausgeschmissen. Das war nicht meine Absicht. Wie war das? Das könnte man nämlich irgendwie, könnte man das tun. Wir machen das jetzt erstmal so, weil ich einfach nur doof bin. So. Da muss ich nochmal gucken, wie das war, dass man auch einzelne Blöcke abbauen könnte. Flip. Jetzt seht ihr zum Beispiel unten die Leiste, die uns sagt, dass wir frieren. Das geht stagnabel, geht das dann nach unten. Und wir werden uns jetzt mal ein Bäumchen fällen, dass wir dann wieder Holz haben. Dum, 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 dum. Also im Prinzip ist das genauso wie Minecraft und Terraria. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ist das noch ein bisschen ausgebaut. Also ich finde es recht gut gemacht. Wow. Oh, solche Riesenbäume hier. Oh, die werde ich mir dann alle noch fällen. Dann können wir hier, was ist das hier? Flip. 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 Was macht man eigentlich mit den Augen? Steht da irgendwas da? Ja klar, jetzt habe ich es zur falschen Seite gedreht. Jetzt kann man es nie lesen. Jetzt kann man es auch nicht lesen. Jetzt kann man es lesen. Die Eros Portal. Okay, das scheint einfach bloß eine Art Samen zu sein. Okay. Dann holen wir uns natürlich den Samen. Samen ist nützlich, Samen ist gut. Alle Frauen wissen das, dass Samen gut ist. Uah. Erzählt das nie eurer Freundin, die haut euch. Geschweige denn, erzählt das auch nicht eurer Mutter, wenn ihr noch zu Hause wohnen solltet. Ihr haut euch dafür auch, weil sehr viele Frauen mögen das nicht. Pam, pam, pam. Zack. Und da haben wir hier eine kleine Hütte. Da können wir die oberen wieder abbauen. Zum Beispiel, wir bekommen langsam schon Hunger. Ich habe mit Mutwillen hier jetzt das Dreckstück gebaut, weil... Ja, wieso? Weil wir hier erstens jedes Mal respawnen. Und ich gelesen habe, dass man hier eine dauerhafte Sterbe irgendwas hat. Also man stirbt sehr schnell hier. Und mal gucken, ich werde jetzt noch ein paar Steine einsammeln, dass wir uns wenigstens eine Spitzhacke bauen können. Ich weiß, ihr habt diesen Bildschirm jetzt schon eine kleine Weile gesehen und das wird euch bestimmt auch ankotzen. Und ihr werdet euch sagen, geht doch mal woanders hin. Ja. Werden wir dann auch noch tun, woanders hingehen. Allerdings sterbe ich nicht gerne. Und ich werde doch ganz gerne euch zeigen, wie man hier das Zeug bastelt. Zum Beispiel, hier war das. Wie konnte man hier? Wir brauchen noch mehr Steine. Dann holen wir uns halt noch ein paar Steine. Ist doch nicht das Ding. Machen wir doch. Na komm. Dum, 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 dum. Die Maschine, die wir hier haben, die Abbaumaschine, ist jetzt nie unbedingt so leistungsfähig. Also denkt nie, dass das jetzt hier die ganze Zeit so geht. Aber wie auch bei Minecraft oder Terraria ist es halt so, dass man sich halt erstmal equippen muss und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Dum, 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 dum. Erde kriegt man natürlich mit der Maschine relativ fix weg.
So, jetzt können wir hier schon ein Stückchen rumtauchen. Und da durften wir dann eigentlich auch bald genug haben, um jetzt uns eine Hacke zu bauen. Und mit der Hacke dürfte es ja dann alles ein bisschen schneller gehen. Im Hintergrund sieht man den anderen Planeten. Der soll ja dann im Prinzip ein Stückchen größer sein. Und da wurde auch dazu geschrieben, dass das ein Level 7 Planet ist. Und das ist, auf dem wir gerade sind, ist ein Level 1 Planet. Also wunderschön für uns Noobies. Und wir sollen ja auch Quests machen, also wir müssen dann, wir haben zum Beispiel die Quest, dass wir uns Alienfleisch besorgen sollen. Das habe ich vor uns gerade gelesen. Hier haben wir ein Crafting Table. Was haben wir hier? Was ist das? Moldor. Okay, da brauchen wir aber vorher, brauchen wir da noch ein bisschen was anderes. Eine Tür. Eine Tür ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Hier können wir uns erstmal eine Spitzhacke herstellen. Crafting. Ein Bett können wir uns herstellen. Da vergeht die Nacht schneller. Dann könnten wir uns im Prinzip schon ein bisschen... Mal gucken, ob wir uns noch irgendwie ausrüsten könnten. Nein, können wir nicht. Eisendor, nein, geht nicht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Feuerstelle, Campingfeuer und Steine. Und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen was gebaut. Hier eine Axt. Da brauchen wir noch ein Steinchen. Das holen wir uns schnell noch. Und machen es natürlich mit unserer Hacke. Die Hacke. So. Die Erde brauchen wir ja dann gleich wieder. So, und da gucken wir mal, wie schnell das jetzt geht. Ach, guck mal. Dab, 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 dab. Körperliche Arbeit. Vorher musstest du das Ding bloß hinhalten und jetzt geht's los. Und man kann auch größere Flächen mit der Hacke bearbeiten. Das dauert zwar trotzdem noch seine Zeit. Blub, 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 blub. Aber es geht schon viel schneller als vorher. Zumindest habe ich das gerade eben im Gefühl. Dum, 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 dum. Wie das mit dem Hintergrund abbauen ist, habe ich keine Ahnung. Muss ich auch erst nachlesen. Mumumumus. So, wir können jetzt uns fürs Anbauen, genau, können wir uns eine Hoe bauen. Könnten wir uns eine Hoe bauen. Aber wir wollen ja erstmal noch eine Hacke craften und wir durften eigentlich genug Steine da noch haben für eine Hoe. So, und da durften wir jetzt eigentlich so relativ equipped sein. Hier haben wir die Axt. Zack. Flip. Hier haben wir die Hoe. Flip. Und dann werden wir mal hier das Stückchen Erde mit wegruppen. Ich probiere es relativ gerade zu machen, dass wir uns dann hier noch eine Tür hinsetzen können. So. Blüpp. Ich weiß nicht, wie weit man das Zeug hier bauen kann. Aber das werden wir, glaube ich, im späteren Verlauf des Spiels schon rausfinden. Wir sind davor. Wie funktioniert das jetzt? Woodplank. Und wir wollten uns eine Tür bauen. Wo ist die Tür? Woodplank-Tür. 20 Woodplanks brauchen wir dafür. So, bauen wir uns wieder ein bisschen mehr. Da können wir uns zum Beispiel auch ein Fass bauen. Was ist das? Ein Gate. Okay, Wood Gate. Wood Door. Flüm.
aber erstmal eine Tür und einen Stuhl, dass er sich auch hinsetzen kann. Zack. Weil ist ja kalt und wir wollen ja hier in hier wollen wir ein Bettchen hinhauen und neben das Bettchen wollen wir noch einen Stuhl hin. Kann man den drehen? Nein, mach's nie kaputt. Schau dich. Dann wollen wir hier die Erde mal mit hochholen. Hier haben wir die Kohle. Kohle. Und wollen hier so und so und so und so. Na komm. Und so und so. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob wir hier vielleicht... Ah, die gehen auch kaputt. Das wusste ich noch gar nicht. Flip. Nein, wir haben es angeschlagen. Das wusste ich noch gar nicht, dass die Hacke auch wieder kaputt geht. Das ist ja doof. So, jetzt nehmen wir unsere Tür und blauzen die mal hier hin. Na komm. Oder muss ich die hier in den Boden rein versenken? Oder muss da ein richtiger Überstand sein? Wartet. Das tun wir natürlich. Zack. Und jetzt nehmen wir mal die Tür und... Jawohl, es geht. Haha. Wir haben eine Tür. Jetzt gehen wir mal hier. Habe ich jetzt hier... Na. Flip. Wie machen wir... Ah, so machen wir die Tür auf. Mit E. Ich habe jetzt beispielsweise nichts verändert. Ich habe nichts verändert von den Einstellungen her. Die sind alle noch so, wie sie sein sollten. So, und jetzt könnten wir im Prinzip, wir hatten ja Samen. Mal gucken, ob wir das hier so... Hat er das jetzt gegessen? Oder pflanzt er das gerade ein? Nee, er pflanzt das gerade ein. Ich will das aber nie ein... Ich will das nie essen, sondern ich will das gerade einpflanzen. Muss ich das mit Rechtsklick? Nee, geht irgendwie... Nee. Die hier bestimmt. Flip. 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 Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Flip. 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 Und von denen haben wir auch was. Flip. 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 Ich hoffe mal, wenn man so drauf springt, wartet mal. Ah, passiert nichts. Das ist schön. Dann machen wir die Tür wieder zu. Zack. Und schmeißen uns das allererste Mal ins Nest. Da heilt man sich also auch automatisch. Das klingt gut. Das ist schön. Aber die Zeit scheint nie unbedingt so zu vergehen. Zumindest sehe ich hier nie irgendwo eine Zeitanzeige. Die erste Folge werde ich etwas länger machen, weil ich weiß noch nie, ob ich das Let's Playen wäre. Das ist jetzt einfach bloß im Prinzip ein angezockt. Und im Prinzip könnte das richtig viel Spaß machen. Wie gesagt, es ist noch eine Beta und Starbound tut ab und zu nochmal abschmieren und sagt sich so nein und und i und ich will nie und ich sag jetzt mal nichts dazu. Also im Prinzip hätte man das alles schon ein bisschen besser machen können, bevor es... Ich kann hier eine Satzschüssel bauen. Okay, für Iron Bar brauchen wir dann 8 Eisen. Da werden wir aber garantiert den Ofen hier brauchen. Camping Rub. Ein Tisch, ein Table wäre vielleicht auch nicht unbedingt schlecht gewesen. Dann brauchen wir... Oh,
Oh, da ist was. Ich will nämlich mal hier so spaßeshalber mal ein Viech killen. So, zack, Tür zu. Und jetzt begeben wir uns zu den Viech. Komm her. Ich krieg dich. Wow. Jetzt war ich tot. Scheiße. Blub, 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 blub. Flüpp. Eine Eizelle. Gut. Und wir haben noch alle Items behalten. Zoom. Wurden wir wieder gespawnt. Auf unseren Raumschiff. Das ist übrigens jedes Mal das gleiche. Wir spawnen an unserem Raumschiff. Und ich will mich eigentlich gerade gar nicht so weit weg entfernen von unserer kleinen Butze hier, die wir uns hier hingebaut haben. Aber ich werde es trotzdem tun. Allerdings wollte ich doch eigentlich auch ganz gerne, dass wir hier war. Du bist dead. Ich brauche Alienfleisch. Von welchen Viechern bekomme ich das? Du hast nichts gedroppt. Zumindest habe ich jetzt gerade nichts gesehen, dass du ansatzweise irgendwas gedroppt hast. Ah. Und geh weg. Ah ne, ist glaube ich ein Riesenkornigel. Und das Riesenkornigel hat Geld ver... Was ist das? Heil. Jetzt heilt er sich nach und nach. Jetzt fängt es an mit Blinkern. Blink, 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 blink. Und fertig. Jetzt gehen wir wieder zum Schwertchen. Und Attacke! Attacke! Jawohl! Allerdings, zum Beispiel die Torch setzen, also... Nein. Ist etwas schwierig, die Torch zu setzen, weil man hier drauf achten muss, wo hier irgendwas am Boden ist, dass man sie wenigstens hochsetzen kann. Hier ist noch so ein Kornickel. Komm hoch. Na komm. Nein, 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 nein. Wir frieren. Und wir haben kaum noch Energie. Tun wir uns erstmal wieder bandagieren und etwas. Wir müssen dann definitiv wieder was, ein bisschen was einsammeln. Weil wir kurz vorm Sterben sind. Hier können wir zum Beispiel eine Torch an die Wand machen. Und jetzt können wir hier runter. Wie weit runter muss ich hier, um das Vieh zu erwischen? Jetzt. Flüpp. Flüpp. Also ich finde auf jeden Fall das Spiel recht neckig gemacht. Es hat definitiv einen kleinen Suchtfaktor. Auch wenn die Musik so laut ist. Wenn man gerade mal kämpft. Na komm, 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 Kletters, komm, komm. Jawohl, du musst weg. Du hast dich jetzt. Oh, verflucht! Und jetzt bin ich gestorben. Das zweite Mal gestorben. Flüpp. Da sind wir wieder. Als Embryo. Und jetzt. Mutiert. Psi mutiert zu ausgewachsener Psi. Okay. Fertig mit Blödsein. So. Wir sind jetzt wieder auf unserem Raumschiff. Ihr habt gesehen, dass wir ordentlich gestorben sind. Wir könnten hier zum Beispiel Copper Ore und Kohle könnten wir hier schon mal einlagern. Wir haben 64 Slots. Und ich werde das aber nicht tun, weil ich will ja nie Beschiss machen.
So, ihr könnt natürlich dann irgendwann später auch euer Männel ausrüsten. Wir haben jetzt stinknormale Kleidung an. Ihr könnt dann später natürlich, oder man kann prinzipiell später noch anderes Zeug anziehen. Man kann irgendwie auch Pets bekommen, also Haustiere. Und es scheint noch richtig interessant zu werden. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, von mir hier mit unseren dreieugigen Großschwertträger, könnt ihr gerne das nächste Mal auch wieder einschalten. Vielleicht mache ich ein Let's Play davon. Das Spiel gefällt mir auf jeden Fall. Auch wenn es noch ein bisschen sehr buggy ist. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Also, bis dahin, euer Psi. Und vor alledem, Starbound ist die Beta-Version. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim selber zocken. Und tschüss, euer Psi.